So, da sind wir wieder bei Breath of the Wild. Ja, dankeschön. Ciao. Adios. I'm done. Da unten würde ich gerne auch mal hin. Vielleicht ist da ja noch was, wer weiß. Ernsthaft? Ernsthaft? Muss irgendeine einfache Waffe nehmen. Ach ja, geht mal raus. Achso. So, jetzt müssen aber alle mal so langsam. Nein! Was? Was? So, jetzt müsstet ihr aber mal irgendwie mal sagen, ciao, ich bin weg. Ne? Okay, dann lasse ich dir mal kopflos durch die Gegend gehen. Ich habe gerade am Augenwinkel gesehen. Oh, cool. Egal. Das ist gerade nicht unser Ziel. Eine Stallruine können sich ja schlecht getroffen haben. Es hier Stallruinen ebenso wenig. Wo haben sich denn. Vielleicht in der Arena noch? Aber selbst da kann man sich auch nicht gerade getroffen haben. Hier vielleicht noch. Hier würde ich sagen, könnte man sich auch noch mal irgendwie getroffen haben. Gucken wir uns erstmal um. Ich glaube, das DLC ist auch teilweise dazu gedacht, damit man die Spielwelt noch ein bisschen weiter erkundet, weil die meisten Sachen, das haben wir auch selber mitgekriegt, haben wir selber mehr überflogen, um an die richtigen Orte zu kommen, wo wir hin müssen. Nützt uns ja nichts, wenn wir alles überfliegen und dann halt die Spielwelt nicht weiter ehren. Deswegen sind die DLCs so eingebaut worden. Das ist meine Vermutung der ganzen Sache. Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst den Held, der Held fürchtete, in den Ruinen der Ebene von Hyrule versteckt. Ein Teil ist an einem Ort zu finden, an dem die Kämpfer ihre Fähigkeiten schulden. Ein Teil ist an einem Ort zu finden, an dem die Königliche Garde ihr Ruhm besang. Eins versammelte. In den Ruinen, in denen sich die Soldaten von Hyrule eins versammelten. Kämpfer ihre Fähigkeit. Da kommt der Guardian schon wieder. Wir sollen mal schön hier wegbleiben. Das ist nämlich meine Haut. Ich betrüge mal Hoxil. Ja. Mann, ciao. Nächstes Teil. Der Phantombeinschutz. Fehlt nur noch der Helm. Also, wo waren wir jetzt? Also, Soldaten sich eins versammelten, ihr Ruhm besang und Kämpfer ihre Fähigkeiten schulten. Nur wo könnte das sein? Hier bei der Arena klingt es natürlich irgendwo logisch. Aquama. Okay. Hier vielleicht noch. Ciao. Monsieur Inkompetent.
Ist das wirklich on purpose, dass hier so Totenschädel dran sind? Ich war das nicht. Und ich werde nicht schon wieder gegen Leune kämpfen. Das waren genug Leune für die letzten paar Millionen Jahre. Das ist das Pferd? Dann heißt es wohl weitersuchen. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Wo könnten denn noch Ruinen sein? Das hier würde ich nicht als... Da vielleicht. Hier am Regansa-Fluss. Regansia-Fluss. Da kommen wir dann... Okay, einfach gerade ausreiten. Okay. Dennoch chillt mich dieser... Also ich finde das Leuchten ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was da ist. Aber woher soll ich das auch wissen, ne? Ich war da bestimmt schon einmal im Let's Play. Aber ich wüsste nicht mehr wann. Welcher Part, keine Ahnung. Ich gucke meine eigenen Videos nicht. Interessant, oder? Ich bin der Johnny Depp des Let's Plays. Nein, bin ich nicht. Zur Erklärung, warum Johnny Depp des Let's Play. Ganz einfach. Johnny Depp guckt seine eigenen Filme nicht. Hallo. Ab da runter. Wo waren die Ruinen jetzt? Ich weiß natürlich nicht, was da drin ist. Hier ist die... War die Ruine nicht direkt hier irgendwo? Nicht irgendwo eine Ruine? Oder ich habe mich wieder voll vergeiert, ne? Egal, gehen wir mal zum Ragansia-Fluss. Da war nämlich auch noch was. Reit sehr. Bestimmt noch ein Schild, ne? Ah, okay. Da, normale Truhe. Ein Opal, okay, können wir hier verkaufen. Ciao. Nicht schon wieder. Noch mal eine normale Truhe. Okay. Was? Ich beschütze dich. Mann. Elektropfeile. Was ist noch ein Königsbogen? Okay. Was hat der für... Was hat der?
Oh, Schnellfeuer. Wird ja immer besser hier. Ist da eine Truhe drin oder ist das wieder nur ein Schild? Das ist ein Schild, oder? Ja, ist ein Schild. Kann ich hier noch irgendwas am Regansia-Fluss? Da sind noch einige Waffen. Nee, oder? War doch irgendwas im Regansia-Fluss noch erwähnt worden? Die Tempelruine ist hier. Die Krone der Schatten. Geht der um Midna? Kann er nicht anders sein. Und das ist aus meiner Sicht die Tempelruine. Und soweit ich weiß, sind diese EX-Truhen auch metallisch, also kann man sie auch dadurch erkennen. Oh. Okay, hier mache ich mir mal ganz kurz einen Stempel hin. Einen Truhenstempel. So, da ist eine Waffe. Ist nur ein Schild oder ein Bogen oder so? Nee, ist nur eine Dreckswaffe. So, irgendwo muss doch hier eine Truhe sein. Tempel der Weisen. Ist der einzige Tempelruine, die mir einfällt, im Regansia-Fluss. Keine Ruine. Da ist es wieder der Hyrule-Burggraben. Da ist immer das ist der Regansia-Fluss. 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 Hier sind nirgendwo Ruinen. Außer da vielleicht. Aber da ist es dann wieder was anderes. Mann, 30 Minuten noch nichts gefunden. Außer Waffen, die man nicht braucht. Da können wir uns noch mal ein bisschen weiter um. Da ist eine Waffe. Da vielleicht? Oder nee, das ist immer noch das Schild, ne? Ja, ist immer noch das Schild. Gucken wir mal die Mission nochmal an. Habe ich jetzt alles zu weit an den Tempelruinen abgesucht? An sich ja. Mir geht diese Sicht schon voll auf den Sack. Echt keine Ahnung.
kurz davor, YouTube wieder zur Rate zu ziehen. Oder generell Google. Aber... ernsthaft. Lass mich die ganze Zeit vom Schild abschrecken, weißt du? Da. Da ist mitten das... verdammte Maske. Mit das Krone, ein magischer Gegenstand, den einst eine Prinzessin der Schatten trug, als sie an der Seite des Helden kämpfte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Mal ein bisschen Kackdeutsch eben gesprochen, dann läuft das auch. Also. Ich hab ein bisschen nachgeforscht und ich dachte mir, entweder es ist die Arena oder halt sonst nirgendwo, kann es ja nicht sein, ne? Also. Beim Rivali schon mehr noch zweimal. Kletteroutfit anziehen. Ach, der Kletteroutfit anzieht. Schneller Link, Mann. So, mal gucken, ob wir da noch gerade so hinkommen. Denke mal nicht. Aber wäre schon nice, wenn, ne? Natürlich nicht. Dafür haben wir Rivali Sturm verbaut. Interessant. Können wir jetzt chillen? Ja, man kann jetzt chillen. Das ist ja nice. Nice. Very nice. Hat der Lang, glaube ich, gerade schon gehört, oder? Zumindest denke ich das gerade. Dass das der Leune war. Natürlich halt OP, wenn hier auch noch ein Leune drauf ist, aber ich denke mal, dass es nicht ganz der Fall sein wird. Also. Wir sind jetzt hinter der Arena. Und wir müssen zum nordöstlichen Teil. Ach, hallo! Aber das Masterschwert eigentlich nur draußen. Ciao, fliegt da mal runter. Ich hoffe, es ist nicht ganz da unten. Aber woanders macht das sonst keinen Sinn. Gucken wir noch mal. Okay. Wir scheinen wohl richtig zu sein. Ja. Verdammte Scheiße. So. Und? Ein Turmhelm. Dieser Helm stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, den selbst erhält. Okay. So. Geisterhafte Rüstung geschafft. Da ist ein Buch. War dieses Buch schon immer hier? Erste Seite. Hier sei festgehalten, wo ich die 6 Schätze aus Schloss Hyrule versteckt habe. Ramda. Die Mütze des Händlers liegt in der rechten Klaue des Drachen, die Quelle des Mutes am Dakotosee verschlingt. Das blaue Gewand des Helden, der den Wind kontrollierte und das Meer bereiste, liegt dort, wo der Evandra-Fluss beginnt. Der Helm des angeblichen Königs der Schatten wartet im Sumpf des Tals der toten Bäume südlich der Zwillingsberge. Die Teile der Rüstung des Bösen sind inmitten des Waldes von Firon verborgen. Eins liegt im Grunde des dritten Wasserfalls nördlich des Floriasees. Eines findet man am Floria-Fluss an der Brücke zwischen den kleinen Wasserfällen. Eins ruht am zerbrochenen Steinvogel im Liberia-Wald. Auf der letzten Seite steht EX2. Was könnte das bedeuten? So, Mütze des Händlers wäre so das Erste, was ich mache.
In der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle des Mutes am Drakotasee verschlingt. Quelle des Mutes? Hatten wir doch hier noch. Quelle des Mutes, Menschsee. Er hat eine Quelle der Kraft. Quelle des Mutes. Quelle des Mutes, Drakotafluss. Drakotasee. Da? Klaue des Drachen. So, machen wir erstmal die ganzen Gegenstand-Quests, würde ich... Ciao. Einfach so auf mich lauern, ne? Schlimm, schlimm, schlimm hier. Da oben kann ich mir noch einen Krog vorstellen. Pappelhochland, also. Des dritten Wasserfalls nördlich der Floriasees. Des dritten Wasserfalls nördlich des Floriasees. Floriasee ist wo? Floriasee ist wo? Nördlich des Floriasees. Floriafälle, Floriasees. Hier? Würde ich mal vermuten, ne? Dritter Wasserfall, nördlich. Oder? Dritter Wasserfall, nördlich des Floriasees. Gehen wir erstmal zu dem Gebiet hin. Dann gucken wir weiter. Wollen wir uns auf der Karte dumm und den nicht suchen? Nützt ja nichts, ne? Schon für... Das wir benutzen, ist nämlich genau da dran, aber nein. N-n. Warum auch? Ja, puh. Und dann widmen wir uns den beiden letzten Sachen, nämlich Trial of the Sword. Also die Schwertprüfung, Prüfung des Schwertes, Trial of the Sword. Und Ballad der Recken. So. Akoto Fluss, Damselwald, egal, erstmal googeln. Nein, nicht googeln im Sinne von googeln, sondern im Sinne von... So. Die Mütze des Senders liegt in der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle des Mutes am Drakotasee verschlingt. Drakotasee ist hier. Klaue wäre... Klaue? Klaue des Drachen. Ach, hier ist der Drache? Ah, so. Okay, hätten wir also doch da bleiben können. Toll. Guck ich in die richtige Richtung. Warum regnet es gerade? Wir müssen klettern, verdammte Scheiße. Das ist richtig kacke beim Klettern. Egal, machen wir. Da ist Le Drache. Und da ist die rechte Klaue. Jetzt ist die Frage, seine rechte Klaue oder unsere rechte Klaue? Jetzt ein Monster, ne?
Okay, ciao. Aha. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass da noch eine Gottesstatue ist. Tada, gefunden. Hab ich jetzt keinen Bock hinzulatschen? Komm her. Ernsthaft? Egal. Läuft, 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 läuft. Schnell, 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 schnell. Bravius Mütze. Diese Mütze eines fahrenden Händlers, dessen Armband den Träger zum Bild macht, beschleunigt seitliches Klettern. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Was? Seitliches Klettern? Mütze des Händlers. Ciao. Oh, nice. Passt ja wie Faust aufs Auge in der Situation hier gerade. Cool. So, nächste Mission. Nice. Immer. So, jetzt. Die Leibwache machen wir gleich. Wo der Avandra-Fluss beginnt. Der Avandra-Fluss. Wo ist denn der Avandra-Fluss? Angelstedt. Wäre natürlich passend, wenn es Angelstedt wäre, ne? Aber... Avandra-Fluss. Julia-Fluss. Zero-Teich. Andra-Fluss. Lucidia-Fluss. Taya-See. Avandra-Fluss. Avandra-Fluss. Julia-See. Ola-See. Lava-Küste. Okay. Tehotaf-Sumpf. Totenfluss. Regensia-Fluss. Nee. Ein anderer Abzweig irgendwo. Ebara-See, nein. Uko-See, nein. Fluss. Akala-See, Askalter-See. Weihesee. Elodia-Fluss. Uhansee. Labella-Sümpfe. Evandra-Fluss. 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 Das ist der Preludia-Fluss. Südlicher Navi-Fluss. Cool, dass der Preludia-Fluss auch durch Dingens durchgeht, finde ich cool. Preludia-Fluss. Weiter auf, Hikori-Wälder. Wälder. Wo ist es denn? Eichsee, Preludia-Fluss. Ich verwog mit dem Preludia-Fluss ein bisschen, ne? Tannenfluss. Yara-See. Wo ist denn der Dingens? Edersee. Tayersee. Tayatelle, nein. Lucider Fluss. Der Sora Fluss. Der Zedoflo-Teich. Ist hier nicht irgendein Flussname oder so? Geht euch, glaube ich, gerade richtig auf den Sack, oder? Was denn hier? Julia-Fluss, nein. Also der Name kommt mir hart bekannt vor, ja, aber
Das war's dann auch schon wieder. Rohamberg, Irmenisee, Tamionfluss, das ist er schon mal nicht. Fängt damit eh an. Regensia, Regensia, Regensia. Doku, Hängebrücke, Belongo? TikTok, nein, nicht irgendwo, schade. Totenfluss, vergessenes Plateau. Julia-Inseln. Okay, Evandra-Fluss. Also, Ton des Sees. Adios, amigo. Wieder eine halbe Stunde gleich. Mann, schon wieder eine halbe Stunde und noch nichts erreicht, Mann. Verdammte Scheiße. So, wo der Evandra-Fluss beginnt, das ist genau hier drunter. Nur kein magnetisches Etwas. Ah, unten, oder? Egal. Locker keine Truhe, oder? Nee, schade. Wo der Evandra-Fluss beginnt. Das müsste ja genau hier sein. Vielleicht hier. So, nochmal verschwendet ein bisschen. Egal. Da unten. Und wie sollen wir da am besten hinkommen? Mal hier irgendwie was hinpflanzen. Dann. Komm aber nicht bei. So, das muss doch sein, oder? Blaues Sommerhemd. Der Held des Windes soll dieses Hemd einst auf seiner beschaulichen Heimatinsel getragen haben. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Gut, nächste Mission. Das wird ja noch... Bis jetzt ziemlich simpel, muss ich sagen. Helm des Usurpators. Im Sumpf des Tals der toten Bäume südlich der Zwillingsberge. So, da ist der Helm des Usurpators und Rüstung des Bösen. Am Grunde des toten Wasserfalls nördlich des Floriasees. Eins findet man am Floria-Fluss an der Brücke zwischen den kleinen Wasserfällen. Eins ruht am zerbrochenen Steinvogel im Liberia-Wald. So. Okay, dann müssen wir nochmal nach Schloss Hyrule rein für die Leibwache-Rüstung. Aber da haben wir schon einen Teil für. Und, ich würde sagen, als dieses Helm des Usurpators hört sich nicht schlecht an. Sumpf des Tals der toten Bäume. Also Zwillingsberge. Eschsumpf vielleicht? Weil die. Ich würde sagen, Eschsumpf hört sich nicht schlecht an. Los, Flöße mit Segeln werden vom Wind über das Wasser getrieben. Wenn du einen Kockfächer besitzt, kannst du sie auch selbst antreiben. Das haben wir eigentlich immer versäumt in dem ganzen Let's Play, wenn ich ehrlich bin. Das haben wir immer versäumt. Wir haben es einmal gemacht, glaube ich, und danach nie wieder.
Soweit ich das noch weiß. Ayodama-Schrein. Das Gewand will ich natürlich auch tragen. Sieht aus wie angegossen, ne? Sieht aus wie Tonlink. Aber soll's ja auch. Tal der toten Bäume. Oder? Stand da südlich? Oder? Südlich der Zwillingsberge. Südlich der Zwillingsberge. Tal der toten Bäume. Okay, dann ist das Tal da gemeint. Okay, verkackt. Toll. Also, schiebe ich andere Schein. Und von der Wasser runter. Hab ich natürlich wieder toll gelöst. Super gemacht. Super Brain. Als ob wir direkt ein DLC-Ding direkt an unsere Erinnerung reinklatschen. Natürlich nicht, aber. Soll man mir schon erzählen, ne? Was will man mir schon erzählen? Achtung, kalt in 3, 2, 1 und kalt. Wofür haben wir denn die Geschichte? Oder soll ich. Ich nehme, glaube ich, besser die Hose. Und. Was hier? Südlich vom Todesberg ist natürlich in der Richtung. Alle toten Bäume. Ist genau da unten, ne? Ich mal ein bisschen Schild surfen hier. Uäh. Boah, das war. Hier ist ein Talos. Einfach mal ignorieren. Nicht mal aktivieren. Ist doch cool, dass man. Ja, perfekt. Teil der toten Bäume ist da unten. Ich hoffe nur, dass da jetzt kein Leune ist. Ciao, nein. Boah. Da vorne. Gut gegessen, richtig? Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Nein, ciao. Okay. Was zur Hölle? Das hätte doch funktioniert, aber. Dann will das Spiel halt nicht. So. Eben kurz irgendwie voll heilen. Aber nichts mehr, doch, wir haben was zu essen. Mit Rivalis Aufwind hätte man das natürlich schneller hinbekommen, aber. So, eben. So. Santos Helm. Kein Gefrieren. Das heißt, der skrupellose Usurpator aus dem Reich der Schatten habe diesen Helm einst getragen. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Helm des Usurpators ist jetzt auch geschafft. Fehlt nur noch Rüstung des Bösen, die Leibwache und antikes Fürstwert. So, Rüstung des Bösen. Davon sind noch 3 Teile zu sammeln. Davon sind noch 2 Teile zu sammeln. Das ist aber noch nicht. Und Helm des Usurpators geschafft. Gehen wir mal das Ganze mal an. Sieht schon nicht schlecht aus. Keiner erfrieren. Können wir also damit. Nee, oder? Probieren wir mal den Härtetest.
gehen wir mal hier hin zum Hebraturm. Weil kein Gefrieren. Weiß ich nicht. Man hört sich so an, als würde man nicht gefrieren, ne? War, wir brauchen noch ein bisschen was an Cash für die Sachen, die wir noch brauchen für, ihr wisst schon, einmal diese Rüstung für die antiken Geschichten und dann noch die, keine Ahnung, wie viel Moni für die andere Geschichte. Kein Erfrieren, wurde da gesagt. Ach, kein Gefrieren. Hä? Lüge. Ganz klare Lüge. Das heißt nochmal, schön zu dem Turm von Firon. Ich hatte nur Turm, Firon und Turm zurück. Das war voll gelogen, kein Gefrieren. Voll Verarsche. Was eine Verarsche. So, wie war es doch mal? Am dritten Fluss, am dritten Wasserfall nördlich von vom Floriasee. Dritter Wasserfall. Nördlich. Könnte der Kaloa-See sein. Wir werden es ausprobieren. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ja! Goldbananen. Jetzt die Frage nur, welcher? Der dritte Wasserfall ist welcher? Hier sind alle drei Wasserfälle. Gloria-Fälle. Schwierig. Ich gucke erstmal beim Kalo. Ich gucke erstmal von links nach rechts jeden See nach. Das ist natürlich Lake Overflow, wenn es hier auch regnet, ne? Haben wir direkt den richtigen Riecher gehabt? Das erfahren wir in der nächsten Folge von One Piece. Nein, war Spaß. Ciao. Okay, hier schon mal nicht. Hier generell auch noch mal nicht. Alter. Da unten sieht etwas aus, als würde es. Aha, haben wir es schon gefunden? Vielleicht. Wir werden das nie erfahren. Aber auf jeden Fall einen Krogsamen gefunden. Natürlich haben wir es nicht gefunden. Sehr schade. Egal, haben wir ein paar Eisweile. Ah.
Revali-Sturm ist bereit. Willst du mich verarschen? Alter, was? Aimbot. Schnell was futtern. Schnell was futtern. Schnell was futtern, habe ich gesagt. Alter, was? Ciao. Shitty Octorok, Alter. Aha. Okay, ein Korksamen. Haben wir mal eben kurz mitgenommen. Da unten ist so eine Truhe. Weiß nicht, ob das so eine Truhe ist, die wir suchen. Wäre natürlich wohl wenn, aber ich glaube nicht. Nee, schade. Schade. Königsbogen. Perfekt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt Breath of the Wild, BDLC-Sachen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ja. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn nein.